Geschichte der ersten Missionare in Ghana. Es geht darum, wie versuchen die da anzukommen, wie versuchen die Missionare und ihre Frauen natürlich da heimisch zu werden und ihren Auftrag, den sie ja hatten, zu erfüllen. Und dann geht es um zwischenmenschliche Probleme, um ein großes Erdbeben. Die Rolle, die ich spiele, ist der Jakobus und ist der Missionar, der ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen seiner Pflicht, zwischen seiner Aufgabe, für die er sich geboren sieht, und wenn er im Fieberwahn daher spricht, plötzlich menschlich wird, aber eigentlich nicht wirklich seine Gefühle ausdrücken kann. Es hat sehr viel gebraucht, um alles aufzugeben und in eine Welt zu gehen, auf die man sich nicht vorbereiten konnte. Sein Leben schon nur auf der Reise zu riskieren und sich dann mit Menschen abgeben, mit denen man nicht mal Sprache gemeinsam hat. Und wenn man da nicht von einer unglaublichen Hoffnung ausgeht, dann reicht es nicht mal nach London aufs Boot, oder? Was ist das Grab, wie ist der Fels zu nennen? Ich sollte ihn kennen. Und eben die sollten so oberhalb des Kopfes Schauspieler sollten so diese Masken schweben. Wer bist du? Ah, Onja Wanzo. Onja Wanzo. Irgendwie sieht herzig aus, weißt du, wo die Streifen. Ja, das ist auch mein Ziel, dass man mich gar nicht in der Rolle. Ich spiele den David und wie ich das erklärt bekommen habe, soll ich erstmal sehr geheimnisvoll irgendwie als Schaman oder Magier gesehen werde. Und dann entwickle ich mich weiter als eine der Missionar am Ende. Ich spiele im Stück die Liesel. Das ist eine junge Frau aus Gelterkinden, wo eben geschickt wird auf Afrika eigentlich als Missionsbrut. Also sie ist dort einem jungen Mann versprochen oder sie weiss, dass sie dort einen Mann heiraten wird. Sie hat ein gebrochenes Herz eigentlich und zieht sich ein bisschen zurück, aber fängt sich eigentlich auch in der Arbeit als Lehrerin wieder auf, würde ich jetzt sagen. Und auch in dem, dass sie weiss, dass sie wie auch für den Ort berufen ist. Leute hatten und wie das dann auch zusammenkommt und diese einzelnen Geschichten, diese einzelnen Schicksale, wie das, ja, das finde ich eben schön. Das zeigt sowieso einen Einblick und durch das kann man sich dann besser mit den Leuten identifizieren, oder? Das sind nicht echte historische Figuren, sondern das sind Figuren, die zusammengesetzt sind aus echten historischen Figuren. Ich mag dieses Drama und ich wollte, und mal gucken, dass wir das so hinbekommen, ihn menschlich zeigen und wie gesagt auch nicht ganz humorfrei. Die Liesel ist eine feine Person, aber sie hat eine unheimliche Stärke. Auf das freue ich mich auch sehr an dieser Rolle, um das zu spielen. So fein, aber trotzdem sehr stark und geerdet. Das Gute am Musiktheater ist, dass es keine Urteile abgeben muss, nichts aufzeigen, einordnen muss, sondern dass es vor allem Emotionen schafft. Musik.